Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge FC24 mit meinem Team hier bei Heisenberg zockt. Heieiei, 5-1 verloren gegen die Bayern. Immerhin ein Tor geschossen, aber das ist natürlich trotzdem eine deftige Niederlage gewesen. Jetzt könnte man wieder auf die Spielstärke zu sprechen kommen. Wir sind auf Weltklasse. Es mag ja realistisch sein, dass man als Aufsteiger ja gegen die Bayern halt wirklich einfach fast schon untergeht. Auf der anderen Seite, Leute, es ist halt ein Spiel. Also ich sag's gerne nochmal, es muss auch Spaß machen. Um 5-1 verlieren, macht die ZRW irgendwie nicht wirklich Spaß. Das war wieder von vorher, von vor dem Spiel. Ja, ich würde sagen, wir bleiben mal noch zwei Spiele auf der Weltklasse-Stärke und gucken, was wir dabei rausholen und beurteilen dann die Situation neu. Gut, also jetzt haben wir ein Spiel gegen Gladbach. Ja, da haben wir sicher eher eine Chance. Wir gehen mal schnell gucken, weil wir haben noch 6-mal Post. Luis Chaves, das ist Blödsinn, der hat gespielt. Wir als Atletico de Madrid Forscher möchten ihn hiermit den Trainerposten bei unserem Verein anbieten. Nein, wir bleiben natürlich, ist ein schönes Angebot, logisch, aber wir bleiben natürlich beim Heisenberg FC. Weitere Informationen. Okay, ja gut, das sind unsere Junioren. Ja, da haben wir natürlich jetzt ihn hier noch. Da weiß ich nicht, ob ihr schon was dazu geschrieben habt. Den hochziehen und verleihen wäre eine Option. Oder halt tatsächlich irgendwie als dritten Stürmer nehmen, aber dann kommt er nicht zu einsetzen, dann wird er nicht wirklich viel stärker. Ich warte damit mal noch. Mal gucken, was ihr dazu schreibt. Hier haben wir noch 60er. Die könnten wir hochholen und tatsächlich verkaufen zum Beispiel. Oder auch ausleihen. Der ist 17. Der ist 18 hier mit einer 60. MSZOM. Sagen wir den mal. Ne, kommt, wir lassen es noch. Ich warte mal, was ihr dazu schreibt. Gut, also machen wir den hier. Transferunterlagen ist abgelaufen. 620 Millionen wurden da umgesetzt. Uiuiui. Ja, das ist schon ein schöner Betrag. Dortmund 2 ist daran interessiert, Gianluca Casadei auszuleihen. Da müssen wir mal schnell gucken. Ja, den könnt ihr haben. Das delegieren wir. Ja, mit Kaufoption. Das ist halt für uns tatsächlich eher uninteressant. Also der Mann. Stoke City ist daran interessiert, Malte Beck auszuleihen. Gehen wir da mal gucken. Das wäre der Ersatztorwart. Das können wir auch delegieren. Allerdings möchte ich den nur verleihen. Und dann haben wir das. So, dann gehen wir zu den Transfers, weil der Christian hat uns nochmal ein paar Stürmer rausgesucht. Klar, die Transferperiode ist vorbei. Das ist mir klar. Aber wir gucken jetzt natürlich für die nächste Saison. Alors, da hätten wir zuerst den Noah. Nein, da brauche ich meine Tastatur. Nicht Noah. Noah. Wie heißt der gleich nochmal? Okafor. Irgendwie sowas. Oh, gibt's nicht? Noah Okafor. Okay, wurde falsch geschrieben. Ist egal, gefunden habe ich ihn trotzdem. Ist auch ein Stürmer. 24. Beobachten und Transferzentrale. Dankeschön, den haben wir drin. Dann hätten wir den nächsten Kollegen. Das wäre, ach, der Herr Breel Embolo. Ja, den kenne ich natürlich auch noch. 27, der ist immer noch relativ jung. Beobachten wir auch mal. Schweizer Nationalspieler. Oder war es zumindest mal in der letzten Zeit ein bisschen nicht mehr so im Team gewesen. Wenn man das so sagen kann. Dann haben wir den Sergio. Und zwar Camelo. Da, auch ein Stürmer, auch jung, ja, beobachten wir auch noch nicht, das heißt, wir müssen die jetzt halt zuerst tatsächlich alle in Ruhe mal beobachten. Nein, ich möchte hier nochmal einmal zurück und dann suchen wir noch den letzten, das wäre der Matthias, allerdings so geschrieben, meint mit S am Schluss, jawohl, da haben wir aber ein paar von denen, und zwar wäre es der Arezzo. Matthias Arezzo, Moment, wenn ich hier noch ein A hinmache und ein R. Oh, ist das falsch geschrieben? Matthias, ohne H. Matthias. Okay, da gibt es auch 10.000. Da haben wir ihn doch. 10.000 Variationen. Ja, auch beobachten, ganz klar. Und auf die Wunsch- und Transferliste setzen. Sehr gut, dann haben wir das gemacht. Danke nochmal an den Christian. Dann können wir hier rausgehen. Und, ja, im Prinzip können wir weiter düsen. Wir können nochmal schnell ins Büro. 20 Millionen haben wir. Okay, wir können also arbeiten. Das ist schon mal schön. Gehen wir weiter. Kommen wir da schon? Da kommen wir schon zum Spiel. Okay, hey, das ging schnell. Scouting Update. Ja, haben wir hier irgendwie eine Perle drin? 72, 76, 79, 78.
Ja, da haben wir noch einen. Guillermo Branco, ein Franzosen vor allem, ein Brasilianer. Okay, den nehmen wir rein. Verpflichten wir. Dann gehen wir schnell gucken. Ich war noch nicht ganz unten. Eine 89. Da können wir mal schnell schauen. Das ist ein Torwart. 57, 67. Ja, der wird irgendwie 55 maximal als Stärke haben. Nee, bringt nicht viel. Klar ist ein Junior, der. Ja, aber bringt nichts. Okay. Wir haben einen 94er drin neu. Das ist doch schön. Da könnte man jetzt aber natürlich noch schnell gucken. Wenn ich es finde. Moment, bei der Mannschaft war das. Sag mal. Geh mal zur Mannschaft. So, und jetzt hier zur Jugendakademie. Jetzt müssen wir noch wissen, wie der heißt. Das weiß ich tatsächlich nicht mehr. Also eigentlich könnte man jetzt gucken, wie stark der ist. Aber dann müsste man halt noch wissen, wie der hieß. Ich habe den Namen doch eigentlich gesagt, oder nicht? Michael Fabrizio Saverino. Hier, Guillem Branco. Stärke 51. Ja, sagen wir mal so, das ist überschaubar. Wir machen hier mal einen Flügelspieler draus. Beziehungsweise trainieren das, dann kommt er in die Gänge. Gut, gehen wir zurück. Zentrale. Ja, dann haben wir gegen Gladbach. Da gehen wir mal schnell gucken. Ach so, das ist ja sogar das Pokal-Viertelfinale. Jo, okay. Ja, jetzt heißt es aber volle Pulle. Also das wäre natürlich schon, dass wir hier ins Halbfinale kommen. Das ist, behaupte ich mal, als Aufsteiger jetzt auch nicht so ungewöhnlich, wenn wir das schaffen würden. Also das kriegst du hin. Das wurde schon oft gemacht, dass ein Aufsteiger da irgendwie... Joao Pedro. Aha, was ist mit ihm? Kann er die Erwartungen erfüllen? Der hat schon ein paar Tore geschossen. Er weiß, was von ihm erwartet. Ist keine Enttäuschung, ist ein bisschen tief gestapelt. Heute wird er treffen. Ja, da wird er gleich glücklich. Das freut uns natürlich. Borussia Mönchengladbach ist ebenbürtig. Kommen Sie in die nächste Runde. Wir sind eines der besten Teams. Wahrscheinlich nicht. Wir brauchen Glück. Da geht's bei Joao Pedro wieder runter. Wir müssen hier einen auf Selbstvertrauen machen. Ich sehe schon. Wie werden Sie das nächste Spiel angehen? Wir müssen ein gutes Spiel zeigen. Das ist klar. Gut, irgendwie die Moral haben wir jetzt aber da nicht groß raufgekriegt. Das ist natürlich dann eher bitter. Naja, es ist wie es ist. Eine Trainingseinheit. Moral zufrieden, das ist natürlich schon nichts. Ich lasse die Trainingseinheit für einmal weg. So, wie sieht's aus? Rot gegen Weiß, es ist bewölkt. Wir gehen rein. Ja, das Ziel, eine Runde weiterkommen. Wir wollen ins Halbfinale. Das wird aber sicherlich schwierig, das ist ganz klar. Wir haben aber, glaube ich, Stuttgart rausgeschmissen. Und das auch auf Stärke Weltklasse, wenn ich mich nicht täusche. Von daher, also unmöglich ist es nicht. Aber es ist halt schwierig. Ja, die Fans natürlich jetzt schon aus dem Häuschen. Die erwarten einen Pokalfight. Schöne Stimmung hier abends, bei Flutlicht wahrscheinlich. Ja, wenn es abends ist, meistens, ja, da sieht man auch die Flutlichtanlage ist an. Und ich würde sagen, wir gehen rein. So, ich bin gespannt. Wir spielen von links nach rechts in den roten Trikots. Ziel, sage ich gerne nochmal. Gut gemacht von Becker. Ja, er weiß noch nicht genau, was er machen soll. Da geht er nochmal hinten rum. Das ist so falsch nicht. Da haben wir Frank. Ja, geht auch nochmal nicht hinten rum, aber ein bisschen vorsichtig das Ganze. Ah, das ist halt irgendwie natürlich nichts. Wenn wir hochspielen, das sollte ich eigentlich unterlassen. Da kommen die Jungs irgendwie nie an Ball. Das wissen wir. Luis. Oh, ist da eigentlich rangekommen. Jetzt muss hier Fischer klären in der Mitte. Oh, läuft dran vorbei. Ja, da muss Frank klären. Ja, das geht schon wieder gut los. Da ist die Borussia schon wieder, ja, mit der ersten Chance. Borussia Mönchengladbach. Mir fällt da immer Ewald Lien ein, tatsächlich. Oder war nicht der Herr Heiko Herrlich auch mal? Doch, der war da, glaube ich, auch mal. Oh, kurze Ecke, sehr gut. Nee, doch nicht. Oh, er kommt wieder an den Ball hier, der Gladbacher. Gott, wie kann man denn wirklich in der Innenverteidigung so schwach sein auf Kopfbälle? Ich verstehe es nicht. Ja, da pennt Becker. Das müsste Becker doch gewesen sein. So, komm, mach die kurz. Ja, so ist recht. Jetzt nicht flanken. Jawohl, gut. Ja, nochmal eine Ecke. Aber gut von Becker interveniert. Macht er nochmal kurz. Ja, tatsächlich.
Oh, da rutscht Becker halt komplett in den Schilf. Und da komme ich nicht ran. Oh, die Gladbacher hier. Mit Turbo. Hau ihn weg. Oh nö, nicht Elfmeter. Oh nö, come on. Ich wollte den Ball wegschlagen. Oh, come on. Wie doof ist das denn? Ja, das ist doch irgendwie... Also irgendwie... Ist doch kein Foul. Oh, tatsächlich Elfmeter. Ach, du grüne Neune. Ja, chancenlos im Prinzip. Ja, das geht halt schon wieder los. Das wird schwierig, hier ins Halbfinale zu kommen. Klar, das Spiel ist noch nicht zu Ende. Das hat erst gerade begonnen. Oh, Becker. Nein, dreh doch nach innen. Das wollte ich eigentlich auch. Los, ich will Kampf sehen. Und wenn es Karten gibt, gibt es Karten. Damit können wir leben. Ja, da ist eigentlich Fischer rangekommen. Geht wieder aus dem Weg. Oh, es ist wieder irgendwie... Ja. Hühnerhaufen im Quadrat. Gut weitergeleitet. Stark von Becker. Jawohl, auf dem Flügel raus. Oh, gut dran, vorbei, ich habe es. Jawohl, Strafraum rein, einmal rüber und... Jawohl, Jansen mit dem Tor. Sauber, okay, dann haben wir das nochmal korrigieren können. Ich dachte schon, jetzt geht's wieder los, aber das war gut gemacht. Und wo Jansen hinrennt, weiß nur Jansen. Irgendwo nach Hause wahrscheinlich. Er ist zufrieden mit seinem einen Tor. Da möchte ich nochmal sehen, weil die Vorarbeit von Chaves war natürlich sehr schön. Das Dribbling, dann der Querpass, ja, zurückgespielt, also kein Abseits. Und der Torwart greift ins Leere. Das ist genau, was er tun soll, der Gladbacher Torwart. Schönes Bild hier, Huckepack. Also, aber ja, es ist 1-1. Immerhin wieder ausgeglichen. Aber ist ganz klar, also wenn es hier natürlich beim Unentschieden bleiben würde, dann gibt es eine Verlängerung und ein allfälliges Elfmeterschießen. Wir machen aber bis jetzt zumindest halbwegs gut zu. Ja, jetzt kommen sie durch. Ja, da hat Luis aufgepasst. Becker, geh, du hast Platz. Jawohl, guter Wechsel, gut gesehen. Nochmal hinten rum und jetzt laufen. Jetzt müsste der andere laufen. Auch gut gemacht. Von Frank. Da geht er nochmal hinten rum. Becker. Oh, was ist das denn für ein planloses Ding gewesen? Das sollte eigentlich ein Schuss werden. Oh, da ist einer völlig frei. Ja, komm Frank. Den stellst du. Ja, komm ich nicht ran. Es ist einmal mehr wieder irgendwie. Oh, schon wieder dran vorbei. Gefährlich. Jetzt, Frank, ich muss halt aufpassen, nicht das... Oh, aus dem Stand raus. Oh, Madre. Ich konnte nichts machen. Wenn ich da mit Frank härter rangehe, dann kriegen wir nochmal einen Elfmeter rein. Oh, das ist halt unnötig. Hier sehen wir es nochmal. Ja, aber eben, wenn ich halt nicht rankomme, der macht, der darf da die Drehung nicht machen. Ja, und dann der Torwart, sagen wir mal so, so Bälle wurden schon gehalten. Oh, ärgerlich. Ich dachte, jetzt haben wir ein bisschen Aufwind. Denkst du? Oh, gefährlich. Ja, das muss aber ein Foul sein. Ist es auch. Wahrscheinlich mit Karton, nehme ich an. Ja, das sehen wir nicht mehr, aber oben die Einblendung, jawohl. Hat es eine Verwarnung gegeben. Gut gemacht, da ist er rangekommen. Oh, da kommt Chaves, glaube ich, nicht am Ball, am Ball vorbei, am Gegner vorbei. Am Ball vorbei muss er auch nicht kommen. Das ist nicht die Idee. So, da macht Becker seine Runden. Kommt aber auch nicht ran. Deckt mal die Leute hier vernünftig. Oh, das war ein Foul. Hinten in die Füße rein. Das wollte ich natürlich nicht. Das wird auch nochmal eine Karte geben und eine gefährliche Situation. Ja, gelbe Karte für Luis. Komm, Herr Becker, gehen Sie drauf. Oh, ist der frei. Oi, oi, oi. Boah, es ist halt... Also ja, da müssen wir uns schon wieder bei Frank bedanken, dass er nicht drei einsteht und nicht in der Ecke. Ja, macht sie kurz. Hm. Finde ich okay. So, dreht er nochmal. Natürlich dreht er nochmal. Oh, da rennt halt Becker dran vorbei. Und dann rennt er aber selber hier ins Haus, zum Glück. Da hat sich der Gladbacher selber verdattelt. Boah.
Ja, zum Glück ist Pause. Kollege, wie ist er gleich nochmal? Fischer. Was war das denn für ein Pass? Ja, 2-1 hinten. Können wir irgendwas machen? Oh, Jansen ist ja komplett müde. Aber da haben wir nur Aledin. Ja, mit einer Stärke von 65. Das würde ich tatsächlich mal lassen. Ansonsten der Rest ist... Ja, komm, wir spielen hier tatsächlich mit unseren Leuten weiter. Wir müssen ja diese Niederlage abwenden. Ich meine, Viertelfinale ist okay für den Aufsteiger, aber man darf doch nicht zufrieden sein. Ja, mach zu. Oh, ich gehe da eigentlich drauf. Gut, jetzt haben wir die Kugel. Gut gespielt. Jawohl, auch gut gemacht. Das müsste eigentlich unser Ball sein. Jawohl, ist es auch. Rowe haben wir noch nicht gesehen. Rowe, zeig mal, was du kannst. Oh, ganz schwach. Ich... Ja, da muss ich den Schutz nehmen. Das war natürlich ich. Oh, aber hier gut, der Kampf. Jawohl, stark gemacht. Nochmal zu Rowe und dann wird er eigentlich gelegt. Nicht nur eigentlich, er wird gelegt. Da gibt es nochmal eine gelbe Karte. Wir sollen wechseln. Jansen, alle... Nee, das ist halt... Ein 65er-Stürmer hier jetzt gegen die Bundesliga-Mannschaft. Das sehe ich tatsächlich nicht so. Ja, klares Foul. Wenn man jetzt die Freistöße noch im Griff hätte. Ich glaube, Rowe ist das sogar. Wenn wir den so irgendwie hoch hier reinjagen. Ja, und jetzt drauf und... Nein! Was war das? Abseits? Oder ein Foul? Was war das denn jetzt? Oh, Abseits war es. Allen Ernstes. Ja, von 3 Leuten. Schade. War so schlecht nicht. Komm, hol dir den Ball. Wir brauchen den Ball. Wir müssen hier den Ausgleich holen. Oh, sie traben halt wieder dran. Oder nebenher. Tatsächlich. Oh, die Grätsche ins Leere. Aber da hat dann Fischer aufgepasst. Aber ja, da war halt das Foul zuerst. Da wird er ermahnt. Zum Glück aber sonst nichts. Ah, ich muss an den Ball kommen. Ich muss an den Ball kommen. Ich komme nicht ran. Oh, da war ein Fuß im Weg. Hau ihn weg. Oh, faul. Komm, geh du drauf. Jawohl, gut. Und weg mit dem Ding. Heieiei. Jansen, ja, schon wieder. Ja, Jansen ist müde. Aber dann, der muss halt jetzt auf die Zähne beißen. Das ist ein Fußballprofi. Der kriegt viel Schmerzensgeld. Jawohl, wir sind rangekommen. Wieder dran vorbei. Ah, da ist, glaube ich, Chavez sogar noch mit hinten. Oh, gefährlich. Oh, lala. Oh, Glück gehabt. Nein. Ach. Es ist halt, ich sag's aber, das ist halt teilweise wirklich ein Hühnerhaufen. Das gibt's doch nicht. Okay, wir wechseln halt tatsächlich mal Jansen aus. Und dann kommt der Herr Schmidt, okay. Ja, das... Also, mir fehlen die Worte. Gibt's doch echt nicht. Ja, Frank hier ganz schwach. Dann die Grätsche. Geh doch drauf. Ja, da muss Frank wieder ran. Heieiei. Da gibt es nochmal eine gelbe Karte. Für den Herrn Fischer. So, ich denke, ich stelle mal auf Offensiv. Es hilft nicht. Jetzt sind wir 2 Tore hinten. So, gut. Drohe hat den Ball erobert. Jawohl, spielt ihn gut auf Fischer. Nimm ihn mit. Jawohl, Rowe, lauf. Oh, stark auf Schmidt, der hier den Stürmer macht. Oh, er ist aber langsam. Aber dribbelstark, macht er gut. Nochmal hinten rum, gut gemacht. Nochmal auf Rowe. Nochmal hinten rum. Jawohl, und jetzt mal. Oh, da ist der Torwart dran. Ja, wir kriegen den Ball nicht rein. Malinowski, Rowe raus. Rowe war stark. Eigentlich. Wir brauchen frische Kräfte. Das ist wieder eine Ecke, die irgendwie gar nirgends hinkommt. Schmidt versucht es mit einem hohen Ball. Oh, sehr gut, auf Frank weitergeleitet. Oh, Schiri? War das kein Foul? Ich meine, der Torwart, er legt uns halt um. Oh, wie der sich durch 4 Leute durchsetzt hier. Es ist kleiner Mann Kreuz. Ja, und dann auf Verdacht gerutscht. Das war aber noch gefährlicher, als er sah ich aus. So, nochmal wechseln.
Ja, jetzt Kasadai mit Stärke 49, jetzt wird es immer bunter. Oh, wieder dran vorbei. Komm ja auch nicht ran. Komm wieder nicht ran. Die kugeln hier in der Gegend rum. Jetzt sollen wir innerhalb von 10 Minuten nochmal 2 Tore machen. Jo. Wir versuchen's. Ja, da kommt. Ja, es war klar, dass der da rankommt. Das hat man tatsächlich relativ easy gesehen. Oh, oh, oh. Ja, wir werden hier fast abgeschossen. Gut von Fischer, dass er da nochmal retten konnte. Guter Ball. Und jetzt könnte er eigentlich laufen hier, der Kollege Corona. Und wird halt da vom Verteidiger dermaßen eingeholt. Fischer. Komm, haben wir. Oh, ich... Soll ich nochmal sagen? Ich komme nicht an den Ball. Ja, und da haben wir die Kugel. Und da ist sie schon wieder weg. Komm, Fischer. Oh, bis Fischer beschleunigt. Oh, nö. Da muss ich fragen am Anfang. Also, die sind dem 4-1 näher, als wir allen Ernstes dem 3-2. Gut, Chavez gewinnt immerhin das Kopfballduell. Also, wir kriegen doch nicht auf jede Ecke ein Gegentor, aber halt fast auf fast jede. Da grätscht Luis ins Leere, da muss aber nochmal hinten rum, da wurde er gestört tatsächlich. Sag mal, seid ihr am Zeitschinden? Oh, wir haben ihn. Lauf, spiel ihn. Oh, dann Foul. Mach mal, gleich mal schnell. Ja, guck mal, 95. Minute, das Ding ist, ja, das Ding ist durch. Okay, ausgeschieden im deutschen Pokal. 3-1 gegen Gladbach. Gladbach sicher die bessere Mannschaft. Ja, da hatten wir auch nicht viel auszurichten tatsächlich. Teilweise blöde Gegentore bekommen, auch nicht gut gespielt. Aber im Endeffekt, ja, das ist einfach irgendwie so eine Sache halt. Also wir machen nochmal ein Spiel. Wir werden ja gleich sehen, gegen wen. Und gucken dann, ob wir nicht mit der Stärke echt wieder irgendwie eins runtergehen. Weil das ist so irgendwie ermüdend. wen haben wir denn als nächstes? Leverkusen mit 29 Punkten. Ist ein starker Gegner, ganz klar. Sagen wir so, wenn wir dort einfach auch keine Chance haben. Jetzt haben wir gegen Gladbach tatsächlich gefühlt keine Chance gehabt, finde ich. Dann gehen wir da runter mit der Stärke, weil ich hoffe, ihr versteht das dann. Das macht so keinen Sinn. Also Realismus hin oder her. Irgendwo der Spielspaß muss ja auch vorhanden sein. Und irgendwie einfach nur noch verlieren, verlieren, verlieren. Das ist das, was ich prophezeit habe. Bei Stärke Weltklasse, das kann es eben auch nicht sein. Naja gut, ich hoffe, hat euch trotzdem ein bisschen gefallen. War jetzt nicht so spannend. Ich denke, wir haben einfach ein gutes Gladbach gesehen. Und wenn man neutraler Fußballkonsument ist, muss es ja dann zumindest von daher ein schönes Spiel gewesen sein. Das Problem ist halt, wir sind nicht sehr neutral. Wir sind eigentlich, ja, Team HFC-Fan. Hoffe ich zumindest. Guck mal, das Logo ist aber wieder da. Das hat Finn jetzt wieder hingekriegt. Der war im Urlaub. Danke fürs Zusehen. Bis hoffentlich zum nächsten Mal. Tschüss.